Hallo, im folgenden Video geht es darum, wie auch Sie ein gutes Namensgedächtnis haben können. Viel Spaß! An Seminartagen höre ich immer mal wieder die Aussage, ja weißt du, ich habe halt kein gutes Namensgedächtnis. Das ist doch eigentlich sonderbar, denn wir alle kennen ziemlich viele Personen und können auch ganz spontan die mit Namen begrüßen. Es scheint also so, dass wenn wir uns genügend für eine Person interessieren, dann haben wir uns ganz beiläufig und nebenbei den Namen gemerkt. Wenn die Leute jeweils denken, das passiert oft an Seminartagen, dann denken die, ja, die Karin, die, glaube, die hat ein gutes Namensgedächtnis, weil es auffällt, dass ich die Namen eben relativ schnell kann. Das ist aber nicht so. Das Einzige, was ich habe, ist eine gute Strategie. Und die können Sie sich genauso aneignen. Was mehr oder weniger bekannt ist, sind gewisse Eselsbrücken, Memotechniken. Also ich merke mir einen Namen, eine Person, wenn ich mir da noch was zusätzlich vorstelle, wenn ich mir ein Bild mache oder eine kleine Geschichte konstruiere. Ich hatte zum Beispiel mal an einem Seminar einen Bartek, das ist ein Vorname, den hatte ich vorher noch nie gehört und ich dachte so, Bartek, wie merke ich mir jetzt das? Und naja, ich habe mir dann einfach die Person vorgestellt, ich wusste, das ist ein Herr, der kommt dann ums Eck irgendwann am Seminartag und der wird einen Bart haben. Also Bart und ums Eck kommen, Bartek. Ich war dann auch gespannt, hat er jetzt einen Bart oder hat er keinen? Er hatte dann zwar keinen Bart, aber ich hatte mir den Namen gemerkt. Also das braucht nicht viel Zeit, da muss ich mir halt irgendwas konstruieren. Und wenn es geht, mache ich das, wenn immer möglich, im Vorfeld. Also ich lasse mir zum Beispiel, ich drucke mir selber die Teilnehmerliste vom Seminar aus oder ich lasse mir die geben. Also angenommen, ich bin in eine Schule eingeladen, in ein Lehrerteam und da sind 20 oder mehr Lehrpersonen und dann lasse ich mir einfach wirklich die Teilnehmerliste, die Namen geben, damit ich eben das im Vorfeld ganz kurz machen kann. Und dann falle ich meistens auf und die Leute meinen, ja, die hat ein gutes Namensgedächtnis. Es ist halt einfach so, wenn ich mich vorher beschäftige, dann, wenn mir das wichtig ist, und mir ist das wichtig, ich möchte von meinen Seminarteilnehmern oder auch von meinen neuen Schulklassen die Namen mir möglichst schnell merken, dann muss ich halt auch was tun dafür. Und oft ist es so, dass Leute an einer Party halt überall Hallo sagen, die Namen gehen da rein, da raus. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, ja, dann denke ich halt nachher wahrscheinlich, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Ein weiteres Beispiel fällt mir ein, da hat jemand gefragt, das ist auch eine Lehrperson, ein Lehrer, und er hat gesagt, ja, wie könnte man sich jetzt mal einen Namen, er hieß Herbetto Sini, wie kann man sich das merken? Oder wie können zum Beispiel die Schüler sich merken, dass er der Herbetto Sini ist? Und da habe ich dann ganz spontan mal ganz kurz mit seinem Namen ein bisschen rumgespielt und habe gesagt, ja, mir fällt jetzt gerade ein, der Herbetto Sini, der liegt im Bett und heute hat er verschlafen, der Wecker ist nicht abgegangen oder hat ihn überhört. Auf alle Fälle wacht er dann irgendwann auf und sagt, oh, und denkt sich, jetzt muss er ganz schnell in die Schule, weil seine Schüler stehen jetzt vor der Tür. Also ich denke natürlich dann in Schweizerdeutsch, seine Schüler stehen vor der geschlossenen Schulzimmertür und warten auf ihn. Also bet, oh, sini. Und das war dann meine ganz kurze, spontan erfundene Geschichte. Ich kann die dann auch noch ein bisschen ausschmücken. Also je skurriler und lustiger so etwas ist, ich könnte mir dann halt vorstellen, wie der Herr Bertosini jetzt im Pyjama in die Schule rennt und dann den ganzen Tag im Pyjama vor der Klasse steht. Das muss ja nicht realistisch sein, aber ich beschäftige mich eben mit diesem Namen und dann habe ich ihn mir gemerkt. Und so, denke ich, können sich eben auch die Schüler, wenn ich so eine Geschichte vielleicht auch gemeinsam mit ihnen konstruiere, entwickle, können sie sich das dann merken. Man kann das auch über Bilder machen. Also wenn ich mir jetzt den Namen nochmal vorstelle, Beto Sini, dann könnte das oh jetzt der Wecker sein, der dann eben nicht klingelt. Und ich kann das sogar auch noch visuell dann verbinden. Das lieben die Schüler, sowas zu machen.
Mit dieser Technik kann man sich nicht nur Namen merken, sondern natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Schreibweise von einem Wort oder so, indem man eben das an eine Geschichte knüpft. Also je merkwürdiger auch so eine Geschichte ist, desto eher kann ich sie mir eben merken. Ich habe vorher schon erwähnt, dass ich oft in der Situation bin, dass ich eben mir ganz viele Namen merken muss. Und da hat sich für mich noch was ganz anderes als hilfreich herausgestellt, und das ist recht banal. Also angenommen, ich habe jetzt nächste Woche einen Workshop an einer Schule, dann lasse ich mir, wie gesagt, diese Teilnehmerliste geben, und ich mache dann nichts anderes, wie dass ich diese entweder Vor- oder Nachnamen, je nachdem wie halt das geplant ist, ob ich die Leute dann per Du oder per Sie anspreche, die Namen fülle ich dann ganz einfach in eine ABC-Liste ein. Also das habe ich zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen auch gemacht mit meinen neuen Schülernamen. Also ich habe jetzt wieder eine neue Klasse. Und dann stehen halt zum Beispiel bei A zwei Namen wie Alessia und Antonia, und bei B und C steht vielleicht nichts, bei D dann Diego und so weiter. Also ich fülle einfach die Namen in die Liste ein, und das funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe es irgendwann mal für ein Seminar ausprobiert, und dann habe ich da meine fertige ABC-Liste mit diesen Teilnehmern drauf, mit den Namen drauf, und dann gehe ich die im Kopf einfach ab und zu mal durch. Und das Witzige ist, dass wenn ich eben nur schon diese Namen zu den richtigen Buchstaben eintrage, dann bleibt mir auch schon hängen, aha, ja, bei A, da hat es 2 Namen, dann ist einer bei D, bei G sind es sogar 3 oder so. Also das merke ich mir nebenbei, nicht bewusst, sondern das sehe ich einfach als Bild quasi. Und ich gehe einfach die Liste, meistens stecke ich mir die in die Hosentasche, und bei so kleinen Wartezeiten nehme ich die mal kurz hervor, gehe im Kopf da schnell durch, schaue, ah, den habe ich noch vergessen, ja klar, da ist ja noch einer. Und so habe ich mir schon mal die Namen dann eben ein paar Mal mit denen rumgespielt. Und erstaunlicherweise, wenn dann Schultag ist oder auch Seminartag, dann habe ich eben weniger zu tun mit dem Zuordnen. Also ich muss die Namen dann einfach noch den Gesichtern zuordnen, und das klappt, wie gesagt, mit solchen Techniken, mit sich ein Bild machen, Mnemotechnik visualisieren, klappt das dann recht schnell. Wenn ich das nicht machen würde, dann ist mir das Tempo dann auch oft zu schnell, weil die Schüler kommen ja in den Raum rein oder die Seminarteilnehmer, und dann so schnell da eine Geschichte und dann kommt schon wieder der nächste, da bin auch ich überfordert. Aber wenn ich die Namen schon quasi im Kopf habe, dann da noch kurz was zu verbinden, das ist dann relativ einfach. Bei Schülern hat sich bei uns noch zusätzlich bewährt, dass wir uns von der ehemaligen Klassenlehrperson ein Foto geben lassen, wo die Schüler dann mit Namen angeschrieben sind, und das ist auch noch so etwas, was ich dann kurz mal durchschaue. Ein paar kann ich mir dann schon merken, und bei anderen braucht es dann eben noch eine weitere Eselsbrücke. Es ist aber nicht so, dass ich ja jetzt diese Bilder ewig lange auswendig quasi lerne, also Foto von dem Schüler und das ist jetzt der passende Name, sondern mit der ABC-Liste und dem Durchschauen ist dann schon vieles gemerkt. Und wenn wir uns jetzt auch überlegen, warum das so gut funktioniert, ja, es ist halt wieder einmal gehirngerecht. Wir denken assoziativ, wenn wir uns die Namen vorstellen, wenn wir uns ein Bild dazu machen, wenn wir eine Geschichte erfinden. Wir denken auch in Kategorien, wenn wir das in eine ABC-Liste zu den verschiedenen Buchstaben zuordnen und einfüllen. Wir machen das ohne Angst, probieren das spielerisch aus, und darum ist es dann eben auch erfolgreich. Ich hoffe, Sie haben bald Gelegenheit, das Ganze auszuprobieren, und Sie können dann sicher mit einem guten Namensgedächtnis auffallen. Viel Spaß dabei. Tschüss.